Ja, hallo, herzlich willkommen hier auf der Nordfriesischen Marsch mit mir, dem Kellerkind. So, ich wünsche euch erstmal einen wunderschönen Sonntag. Wochenende ist ja schon fast vorbei, 15 Uhr, wenn ihr die Folge seht. Aber macht euch noch ein paar schöne Stunden und ja, und dann beginnt der Montag auch schon wieder. So. Ich habe hier eine neue Mission zum Düngen angenommen. Da war noch eine mit 62. Feld 38 ist schon abgeschlossen. Feld 4 fehlen noch 11%. Den können wir jetzt mal eben schnell an- oder abrechnen. So, 30.000 auf unser Konto. So, und es hat geklappt. Er ist voll hier hingekommen. Wir müssen nur den LKW rückwärts an die Rampe fahren. Zwei Lieferungen haben wir jetzt drin. Sprit war ja voll. Haben wir ja gesehen. So, du bist auch leer. Dann könntest du bitte mal zur Milch, zu den Tieren. Ja, müssen wir eh gleich aufmachen. Milch 1. Und bitte zur Käserei. Milch. Schauen wir mal, ob das klappt. So, dann der dürfte auch gleich soweit sein. Und hier haben wir die ersten. Frischkäse. Für den Großhandel. Nicht so weit diesmal. Jetzt habe ich zwei schon nicht drin. Nee, wieder die eine. Sie will noch nicht. So, schauen wir mal, was kriegen wir denn davon? Du kannst dann wieder zur Käserei. Oder ich würde gern die Kurs berechnen. Dann stockt das zwar jetzt wieder ein bisschen. Aber wir können gleich sehen, ob so, die letzten Kartons. Hundertsiebenundachtzigtausend. Das ist doch mal eine Hausnummer. Die kriegen wir nochmal. Preis wird sich ja hoffentlich nicht verändern. Oh, hier ist die Mission 4 ist auch abgeschlossen.
Können wir auch abgeben. Vielleicht kommen dann neue. $2.337 beim Großhandel. Ist auf jeden Fall, ja gut, 500 € mehr als bei Aldi, wo zurzeit der Höchstpreis ist. Ich würde gern mal schauen bei unserer Hühnerfarm. Wir haben ja umgestellt, dass die nur Hühner produzieren. Und drüben werden auch nicht viel mehr sein. 60. Ah, sind noch nicht genug. Also da müssen wir noch warten, dass wir hier noch Hühner mal zum Schlachter bringen. Schweine haben wir ja mittlerweile genügend hingebracht. Ah, 40 haben wir. Dann 70, aber reicht er auch noch nicht mit 14 Paletten. Wir besuchen mal den Großhandel. Da sind wir ja mit dem LKW stehen geblieben. Oh, gerade stand 37, als ich eingestiegen bin, und jetzt ist er auf 80 dann umgesprungen. Ja, 37 wäre ein bisschen wenig gewesen. Können wir uns den Käserei noch mal suchen? So. 97%. Dann können wir doch jetzt fahren. Er ist noch auf dem Weg zum Feld 62. Und hier sind mittlerweile 82 drin. Ich muss ihn rausnehmen. Rückwärts dran. Sag bloß, der hat geschafft, Milch anzuliefern. Oder fährt er jetzt nur einfach hin und her? Ich habe oben nicht auf Anzeige geachtet. Er war auf jeden Fall, ist er schon mal da vorbeigekommen, aber hat keine Milch vom Hof mitgebracht. Weiß ich auch gar nicht, ob er schon beim Hof schon war. Das werden wir gleich mal beobachten. So, du kannst entlassen werden. Wo kommen wir raus? Hinter uns.
kannst dann wieder diese Düngerausgang. Das kann weg. Das kann weg. Und du kannst. Bremst aber kurz vor der Steigung ab. Aber wahrscheinlich nur, weil er die Kurve nimmt. Jetzt schauen wir mal, ob er die neue Strecke nimmt. Müsste er eigentlich. Ja. Nimmt sie. Und er füllt Milch auf. Oben links. Super, passt doch. So, die zweite Ladung Frischkäse. Für Großhandel. Jetzt ziehen wir mal hier rum, weil sonst würde er rechts rumfahren und schicken ihm hier mal auf den Kurs. Ne, der Tank-LKW ist noch nicht hier, fährt aber, müsste ihm hier jetzt gleich entgegenkommen. Wahrscheinlich hier auf der langen Strecke, weil er auch 88 fährt. Ah, da ist er. Uff, wir fahren zum Großhandel. Oh, 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 oh. Wie hat das gepasst? Also, super. Springen wir nur in dem, den können wir losschicken. Feld 62. Generieren wir schnell den Kurs. 62. Im Uhrzeigerkurs generieren. Und Fahrer einstellen. Kriegst du das hin? Ja. Passt. Er lädt aber noch keine Milch ab. Kann natürlich sein, dass er sich jetzt festgefahren hat. Aber er fährt noch 8 km/h. Müsste kurz davor sein. Oh, er lädt sogar ab. Er lädt sogar jetzt ab. Weil das hier so eng ist.
wir die ersten Liter Milch wieder bei der Käserei. Hundertvierzig Liter. Ah, waren genau 3003. So. Er kommt dann nicht um die Ecke. Ah. Warum steht da wieder eine 1? Ich hatte unbegrenzt geschrieben, oder nicht? Jetzt fährt er wieder hin. Du bist doch leer. Das verstehe ich nicht. Dass er jetzt hier einmal im Kreis fahren möchte. Aber wir schauen mal, was passiert. Ob er dann umspringt. Ja, jetzt bleibt er auf einmal hängen. Vorhin ist er rumgekommen. Jetzt fährt er weiter. Mal gucken, vielleicht müssen wir den auch noch mal anders einfahren. So, einmal wieder auffüllen. Dann kannst du eigentlich wieder auf deinen Parkplatz. Repariert muss nichts werden. Den können wir wieder losschicken, dass er wieder Stroh holt. Uiuiui. 88, 90. Ja, ich habe immer noch nicht die Ballenleger gelöscht bekommen. Oh, da kommt der von dem Komposter, der LKW. Du fährst ja jetzt hier rein.
füllt sich auf. Was haben wir jetzt hier mittlerweile drin? Ah, noch zwei, drei Touren kann er fahren. 300.000 Liter Wasser haben wir dann hier drin. Dann sollte das Kalkwerk auch arbeiten. Und hier wollen wir jetzt mal den Frischkäse entladen. Machen wir dann ein Foto von. Zack. Ups, drüber geklickt. Oder machen wir so. Machen wir so. So, Foto gemacht. Und dann können wir das auch wieder... Nee. So, wieder anschalten. Wieder richtig machen. Zack. Und... Oh, das muss aber jetzt passen. Dann schicken wir dich zum Sägewerk und mal hier für das Palettenlager eine Ladung zu holen. Vier Millionen. Geknackt. 186.000 nochmal. Ja, 187 war ja gleiche Preis, den wir bei der ersten Fuhre gekriegt haben. So, dann würde ich sagen, dann ist das hier auch erstmal die erste, die letzte Ladung. Kann der Komposter ja produzieren. Dann würde ich sagen, pack doch noch mal was in der im Fermentierer rein. So, du bist noch beim Leermachen. So, noch 2000 Liter. Null. Er fährt leider nicht weiter. Gut, vielleicht sollte ich das mal mit der 6.8
probieren. Da soll es besser funktionieren. Werde ich zur nächsten Folge mal probieren. Ah, aber eins wollte ich noch machen. Landschaftsbau. Nee, nicht hier. Hier, der eine hucklige Weg. Den hier. Den möchte ich gern angeglichen haben. Machen wir. Der ist ja hier so. So, ist vielleicht schon. Wir fahren gleich mal daher und gucken mal. Holen jetzt noch mal 16 Paletten hier raus. Ne? Bin am Sägewerk. So, Holz ist noch genügend da. So, 9 habe ich drauf. Die letzte Palette will jetzt nicht, kann ja wohl nicht sein. So. Bracken wieder zu, plane. Jetzt wollen wir hier mal raus. Das ist, glaube ich, nur der Eingang zum Sägewerk. Deswegen kann ich ihn jetzt hier nicht losschicken. Ja, die Huckel gehen ja alle noch. Aber hier war ja so ein... Ja, gut. Ist auch noch ein bisschen, aber das geht. Damit kann ich voll und ganz leben. So, und... Wohin schicken wir den? Wir schicken den zum Kalk. Kalkgeschichte. Nee, oder Großhandel. Wir können ja Großhandel sagen. Brauchen wir da einmal rumfahren, dann sind wir da und brauchen nicht drehen. Noch einmal durchblättern. Du bist... Am Düngen, wie viel hast du geschafft schon? 53%, alle Achtung. Und das sind wieder 30.000. Das ist aber nicht der Fermenter. Ah. Da habe ich ja was falsch gemacht. Ja, ja, du fährst schon richtig, deswegen kann ich dir hin. Ausgang. So.
Er hat alles richtig gemacht, ich habe verkehrt eingestellt. Nächste Ladung Milch. Was haben die Kühe noch? Geht er noch? Eine Ladung kann er noch fahren. Dann haben wir die Lieferung 96.000 Liter Milch bei der Käserei. Und können das vielleicht in der nächsten Folge ausprobieren. Hier kommt er jetzt wieder um eine Kurve. So, liebe Freunde, das war's schon wieder von dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr schaltet morgen wieder ein. Noch einen schönen Sonntag. Bis dann, euer Kellerkind.